Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Modded. Ja, da wir schon beim Thema waren in der letzten Folge, beim Ende der letzten Folge, Community Server. Ich wiederhole es hier nochmal, weil viele gucken ja, oder einige gucken die Folgen ja gar nicht ganz. Aber am Anfang gucken sich ja die meisten erstmal an. Also geplant ist bei der 17er... Oder im Laufe der 17 auf jeden Fall ein Community-Server für 7 Days. Bedeutet ein Server, der halt immer rund um die Uhr läuft. 20 Slots oder sowas, habe ich mir vorgestellt. Ja, ist nicht ganz billig. Aber ich werde es mal antesten. Weil ich habe Bock auf 7 Days. Und dann einfach halt auch spontan sagen zu können, jo. Gehe ein bisschen auf den Server drauf, das kann ich streamen und muss da nicht immer ein neues Spiel anfangen und so weiter oder und habe trotzdem so ein paar Leute, mit denen ich zocken kann und so weiter. Das ist so der Hintergedanke. Außerdem haben viele halt angefragt, warum ich wollte alle mitgenommen, hatten halt auch Minibike, war da auch noch was drin. Viele angefragt, so ob sie mal mitzocken könnten und so. Ja, und so könnten halt alle einfach auf dem Server spielen, wenn sie Bock haben, wenn sie keinen Bock haben. Aber wie ich schon sagte, ich will aber nicht so einen rein Larifari-Server machen, wo dann irgendwie 20 Leute zusammenhocken und sich da mit irgendwelchen Zombies rumschlagen. Alle gegen die Zombies, ja. Problem ist nämlich auch, oder ich weiß nicht, wie es in einfach 17 sein wird. Aber ich meine, du spielst jetzt hier mit 10 Leuten. Zombie-Spawn ist, sag ich mal, bei der Horde 8 oder 10 pro Spieler. Ja, wenn dann 10 Spieler rumhocken, kommen da 100 Zombies an. Das wird die jetzige Engine gar nicht verkraften. 7. Das sind nämlich auch so diese Geschichten. So, was haben wir denn? 36 haben wir. Ja, deswegen eben, wie ich schon sagte, PvP ja, aber PvP nicht wirklich belohnt. Einfach mit dem. Oh, so viel Munition mitgenommen. Einfach mit dem Hintergedanken, dass man halt nicht zu jedem freundlich sein muss, man aber schön untereinander Handel treiben kann. Also was ich mir so vorstelle, ja, irgendwie da spielt eine Vierergruppe, da spielt eine Dreiergruppe, eine Vierer, was auch immer. Alle bauen sich irgendwie so ihre Basen, so ein bisschen ein kleines kleines Dorf. Oh, Bären und Hundehorde. Ich warte mal eben, auch nur ein Bär. Ach, scheiß drauf, lass das mal machen. Ich fahre mal eben da zu dem Turm, da stehen auch immer ein paar Autos. Ja. So wäre so meine Vorstellung. Weißt du, versteht ihr so ein bisschen, so ein bisschen Walking Dead mäßig. Wo kommst du jetzt her, Alter? Du bist genau vor meiner Nase gespawnt, oder? Oder habe ich ihn übersehen gehabt? Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken im Video. Unglaublich, ey. Fuck you, asshole. Ja, kannst du dich auch fucken, das Zeug. Ja, wie gesagt, PvP würde ich anlassen, aber so, dass es nicht belohnt wird. Weil es ist ja so, wenn man stirbt, wird alles deleted und nicht gedroppt. Das ist einfach der Hintergedanke.
So, wenn ihr jemanden killt, ja. Klar könnt ihr ihn abfacken damit, ärgern damit, aber es bringt euch nichts, weil ihr keinen Stuff bekommt. Und da sollte dann auch jeder so ein bisschen reif genug sein. Und ich sag mal, so reine PvP da, würde den Server dann wahrscheinlich eh whitelisted machen oder so, muss ich mal gucken. Oder halt nicht. Und wenn dann echt so reine PvP da drauf sind, werden sie halt runtergeschmissen. Also Leute, die will ich dann gar nicht auf dem Server haben. Klar kann man PvP machen, aber man muss da nicht dann jeden so alle Rust dumm wegknallen, nur um die Leute zu ärgern. Aber es soll halt schon die Möglichkeit sein, wenn ein Airdrop fällt zum Beispiel, ja, dann ist der Airdrop nur mal umkämpft, wenn man den unbedingt haben möchte. Und klar kann man dann erst reden, kann sagen, hey, ich will den Airdrop um jeden Preis haben. Wenn da noch jemand ist, der das sagt, ja, dann haut er euch halt die Köpfe ein. Ganz einfach. Oder wenn man looten geht, irgendwie ein Shotgun Messiah oder sowas. Ja. Und da ist einer, der euch den ganzen Loot wegnimmt. Ja, dann müsst ihr ihn halt töten. Ihr bekommt seinen Loot aber nicht, aber ihr könnt dann halt weiter looten. Wenn man sich nicht einig wird. Versteht ihr, was ich meine? Und natürlich soll man raiden können. Das ist mir auch wichtig. Klar, soll es, wie ich sagte, soll es eigentlich so sein, dass man Freundschaft hat, dass man Handel treiben kann, dass man sich gegenseitig helfen kann und so. Aber es soll halt auch die Möglichkeit sein, wenn man sich echt nicht einig wird, wenn irgendwie echt einer irgendwie ein Arschloch ist, wie auch immer, soll es halt echt die Möglichkeit geben zu sagen, ja, weißt du was, ich raid deine Base und klaue dir dein Loot. Fertig. Also die Möglichkeit soll gegeben sein. So ein rein PvE-Server, nee, werde ich nicht machen, Leute. Auch wenn da vielleicht viele bei euch so die Meinung haben, nee, wird es nicht geben. Also ich muss schon so ein bisschen auch den Anreiz haben. Und wie gesagt, wenn ich meine, du gehst mir gerade auf den Sack oder ich gehe dir auf den Sack, dann sollst du auch die Möglichkeit haben, mir ins Gesicht zu schießen und genauso andersrum. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit, wenn man friedliche Nachbarn ist und so weiter. Da kein Problem mit. Klar wird es dann auch ein paar Regeln geben, so unterirdische Basen. Reine unterirdische Basen wäre nicht erlaubt, beziehungsweise man muss sie dann oberhalb kennzeichnen, dass man oberhalb ein kleines Haus hinbaut. So dass die Leute wissen, darunter ist eine unterirdische Basis. Also irgendwie versteckte Basen, nee, wird es nicht geben. Wie gesagt, es soll schon so so offenes Spielen sein. Und es geht ja hier auch nicht um darum, andere Basen zu raiden, um an Sachen zu kommen. Aber man sollte halt die Möglichkeit haben, wenn man da echt mal Bock drauf hat. Oder wie ich halt sagte, wenn einer einen dumm kommt oder wenn so eine Gruppe ist, die meint, sie kommt den anderen dumm oder so. Ja, dann können sich auch zwei, drei Gruppen zusammenschießen und sagen, wisst ihr was? Ihr geht uns irgendwie auf den Sack, wir machen euch platt. So, fertig. Wir raiden eure Base, klauen euch alles und gut ist. Klar kann man dann noch irgendwie ein paar Events machen. Oder man könnte dann auch mal sagen, wenn man so eine Stammspielerschaft hat, keine Ahnung, die Gruppe ist jetzt irgendwie, sind jetzt irgendwie die Arschlöcher. Die gilt es dann zu töten oder sonst irgendwas. So, was heißt Arschlöcher zu sagen? So, das sind jetzt die Banditen sozusagen. Ne? Dass man echt sagt, die könnt ihr killen. Alle anderen nimmt man das raus, dass sie sich nicht gegenseitig killen können. Dass dann alle anderen auf dem Server gegen die vier Leute spielen. So eine Geschichte kann man dann auch mal machen. Ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu reinhauen, in die Kommentare. Erstmal generell, ob ihr, ich meine, ich weiß von einigen, dass sie Bock haben, auf dem Server mitzuspielen. Oh, 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 da wäre es fast so weit gewesen. Ich habe noch dran gedacht, wo ich abgesprungen bin. Irgendwo liegen doch hier Minen. Aber halt so ein paar Events, so ein paar PvP-Events auch.
Wie gesagt, jetzt nicht hier Mord und Totschlag und so weiter. Ich habe es euch ja gerade erklärt, was ich mir so vorstelle. Das ist auch nochmal eine Mine. Ja, wie gesagt, haut mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen. Natürlich auch erst, wenn dann die Alpha 17 Stable kommt, ne? Und wahrscheinlich kommt ja nachher Stable nochmal eine Version, nochmal eine Version. Also da müssen wir dann mal gucken, wie so Multiplayer überhaupt läuft. Und aber ich werde auf jeden Fall mal was auf die Beine stellen. Wird dann natürlich ab und wann mal dann für ein paar Stunden nicht für alle da sein, der Server, wenn wir so unser Multiplayer aufnehmen. Aber vielleicht sagen wir auch einfach, wir nehmen unser Multiplayer auf dem Server auf. Also das wäre doch auch ganz geil. So, dass dann auch einfach ihr, die Community, auch mit dabei seid, ne? Ich denke, das ist auch eine ganz coole Möglichkeit. Klar, wenn wir dann immer nur so Papier feste Tage haben, wo wir was aufnehmen. Muss aber mal gucken, also da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Auch mit den Jungs sprechen und so. Ja, haut einfach Anregungen rein. Gut, ich glaube, das reicht jetzt auch schon hier, ne? Scrappen mehr. Mal gucken, was haben wir. Obwohl, ich brauche natürlich noch ein paar Dart-Traps. 250. Ich mache mal noch mit 2-3 Autos. Was soll's? Was hatte ich jetzt? 36 oder sowas? Also 20 Dart-Traps bräuchte ich nochmal. Dart-Trap war. Hau ab. 10 oder was? 6. Ja. Oh, das Krankenhaus ist auch pervers hier. Ja, ich denke auf jeden Fall, da könnten wir gut Spaß haben zusammen. Schön Seven Days Server. Interessanter ist ja nämlich dann auch für mich, ja, dass man halt mal andere Basen auch sieht, ne? Dass man da ein bisschen Handel treiben kann und sowas, finde ich schon ganz geil. Leg dich hin. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Alpha 17 auf jeden Fall Multiplayer gleich schlecht oder besser läuft wie aktuell. Ja. Ja, ich dachte, ich hätte schon mehr Schritte gehört. Wo das dann bei 20 Spielern wahrscheinlich schon, wenn es genauso schlecht läuft wie aktuell, schon hart wird. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es ein bisschen besser laufen wird. Läuft, oder? Motor und batterietechnisch? Ja? Sollte man öfters über Serverplanungen reden. Dass es dann immer guten Loot gibt. Haben wir denn noch Platz hier? Ach, alles frei. Das Problem ist, ich kann sie einfach reinlegen. So, hey Mann, hier, was los? Ja, und man muss ja dann auch nicht unbedingt sagen, jo, wir spielen jetzt nur in der Vierergruppe, eh nur in der Vierergruppe. Klar, kann man so jeder erstmal seine Gruppe so eine Base haben, aber man kann natürlich dann auch mal sagen, hey, komm, lass uns doch nochmal zusammen irgendwie was bauen. Halt so einfach mal gucken, was sich so entwickelt, ne? Ich denke, das wäre schon ganz geil. Hallo, Swipper Lily. Klar, Solo hat auch immer seinen Reiz. Seven Days.
Wird es bei mir auch, ja, ich sag mal, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weiterhin geben. Aber Gruppenspiel ist natürlich auch immer eine feine Sache. Ja, und da ich ja eh, wie gesagt, ein bisschen mehr die Zukunft so auch auf Stream legen werde, neben YouTube, ist halt so eine Server-Geschichte dann immer ganz geil. Ja, und natürlich kann man dann, und ich werde da einen Discord-Server dann da auch nochmal einen extra Sprachchat für einrichten, dass jeder, der auf den Server geht, da natürlich auch joinen kann. Keine Frage. Sei denn, wir nehmen gerade was für YouTube auf oder sowas oder sind im Stream oder so. Dann ist es nicht ganz so einfach. Aber werde ich trotzdem für die Leute, die drauf sind, einrichten und wenn irgendwas ist. Könnt ihr halt schreiben und dann komme ich auch gerne mal rein in den Sprachchat. Ist jetzt auch nicht das Problem. Aber ich halt am Stream bin, wenn dann da irgendwie 10 Leute sind, die querbeet reden, ist halt auch ein bisschen dumm. Aber ansonsten, wenn dann halt so ein Airdrop fällt oder was, dann kann man halt mal kurz reingehen und sagen, hey, ich will ihn auf jeden Fall, will von euch auch auf jeden Fall jemand. Wenn ja, dann wisst ihr auch gleich, yo, ihr müsst euch auf den Kampf einstellen. Oder wenn ihr halt keinen Bock auf PvP habt, sagt ihr halt, nö, wenn du da unbedingt kämpfen willst, bleib ich halt mit dem Arsch zu Hause. Ist ja dann jeden auch freigelassen. Wie gesagt, es wird dann auf jeden Fall ein Regelbuch geben. Wie ich schon sagte, so sinnloses Abknallen von Leuten soll halt nicht stattfinden. Und das werde ich auch durchsetzen dann. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann da echt einer ist, der meint, der muss da dumm eskalieren. Wird halt gebannt und ist gut und kommt nicht mehr auf den Server. Also da bin ich schmerzfrei. Da habe ich gar keine Probleme mit. Aber bei Rust haben wir auch eine gute Community und Rust ist viel extremer, was Ballerbieren und so angeht. Von daher denke ich, wenn man da vernünftige Regeln aufstellt, dass ihr da auch klar mitkommt und euch dran halten werdet, der Großteil. Und wie gesagt, das soll auch nicht so ein Riesending werden. So 20 Slots. Ich denke mal, dann werden es maximal 30 Spieler sein oder was. Das sind natürlich nicht immer alle gleichzeitig online. Könnte man ja, wenn es echt irgendwie mal sich hardcore-mäßig entwickeln würde oder so, kann man das natürlich auch noch erweitern. Aber da muss ich dann erstmal gucken, wie es finanziell machbar ist. Weil ganz günstig ist es ja auch nicht, wenn man zumindest irgendwas haben will, was da Kopf drinne. Irgendwas radiated. Also seht ihr schon mal, was wir demnächst für Sleeper haben, ja? Das wird interessant werden, wenn wir nach Horde looten gehen. Ja, wenn es halt performant sein soll. Und das muss es natürlich sein. Das soll nicht in einem Rumgelege werden, wo wir keinen Spaß haben. Ja, kommt da auch noch. Wo kommst du denn jetzt her, du Arschloch? Ja, dann noch. Nee, komm. Da habe ich keinen Nerv drauf jetzt. Da rege ich mich nur auf. Da muss ja 2 Millionen Jahre draufschlagen, bis er kaputt ist. Das wird was werden mit den Hochhäusern, Leute. Da könnt ihr euch immer drauf freuen. Wir werden einiges an Munition brauchen. Wenn wir das nächste Mal looten gehen. Hardcore, ey. Das war nur so ein Kack-Diner, oder was das war? Per-Kids wäre gar nicht so schlecht. Aber habe ich doch ein Minibike, ne? Kann ich doch stacken. Ah, sehr nice. Ja, wie gesagt, und so an Wochenenden kann man halt dann auch sagen,
Jo, wir machen mal irgendein Event auf dem Server. Wir machen den normalen Spielstand weg. Also der wird dann, ist nicht weg, der wird dann halt nur kurz gesichert und wir machen irgendein Event, so ein Nevis Game. Keine Ahnung, was weiß ich, Zweierteams und irgendwie wer zuerst das und das erreicht hat oder was weiß ich, hat gewonnen oder wie auch immer. Klar kann man dann da irgendwas mit PvP machen, aber man kann auch einfach irgendwas mit PvE machen. Mal eben gucken, die Richtung muss ich. Kann ich denn zwischen? Ich müsste auf dem Weg liegen, oder? Da. Ja. Ja, wie gesagt, man könnte auch mal irgendwas ohne PvP machen, wo man, keine Ahnung. Wo man irgendwo ein Item hinsetzt in irgendein Gebäude, wo man dann da irgendwie was ordentliches Sleeper spawnen lässt, sofern das geht, dass sie auch Sleeper sind so lange und wer dann irgendwie den Gegenstand als erstes in seiner Base hat oder was weiß ich was. Gewinnt dann die Runde oder sowas. Oder wer zuerst so und so gebaut hat oder was weiß ich. Da müsste man sich dann halt mal ein paar Gedanken machen. Aber wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann halt in 7 Days. Wenn die Alpha 17 das mitmacht, denke ich, werden wir da, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall einiges in Zukunft auf die Beine stellen. Alto Betty. Jo, jetzt habe ich euch auch eine Folge Server zugelabert. Wahrscheinlich alles wieder fünfmal wiederholt. Aber wisst ihr schon mal Bescheid, brauche ich da nicht ein extra Infovideo zu machen. Weil das ist natürlich für die Community und Community bedeutet, die Leute hauptsächlich, die hier zugucken bei 7 Days, sind da natürlich angesprochen. Und nicht irgendwelche Leute, die sich nur mit uns auseinandersetzen. War halt erst am Überlegen, da so ein Infovideo zu machen. Aber nö. Ist doch so dann viel besser. So betrifft es dann echt nur die Leute, die hier zugucken. Und das ist der Plan und der Sinn dahinter. So, ich werde mal eben ein bisschen Zeug hier lassen, dann düse ich nochmal rüber. Schlechte Motoren kann ich mitnehmen. Die kann ich umbauen in Dingens. Batterien nehme ich mit. Benzin. Ne, ist ja schon im Inventar. Alles gut, nehme ich auch mit. Jo, alles gut. Ja, da seht ihr mal, wie schnell man mal so ein paar Motoren und so mal eben fix machen kann, ne? So, Benzin haben wir hier auch für 200 Jahre. Komm, lassen wir den auch noch hier. Schaufeln muss ich jetzt auch nicht immer die ganze Zeit mit rumstören. Die können wir eigentlich auch erstmal hier lassen. Und Clay nehmen wir mal ein bisschen mit rüber. Gut. Düse ich jetzt nochmal rüber, wird ein paar Sachen craften. Wie gesagt, nochmal ein paar Dartwebs, Werkbänke, Zementmixer. Ja, den Bär können wir auch am nächsten Tag wegmachen, wenn er dann noch da ist. Ja, und da seht ihr Tag 46 durch. Tag 47
kümmern wir uns dann um Strom. Ja, muss ich mal gucken, wie da Lust und Laune ist. Entweder machen wir Tag 48 und 49 dann bauen. Oder wir gehen looten. Die City da ein bisschen. Und machen dann die Horde und fangen dann mit dem Bauen nach der Horde an. Oder gehen dann auch erst noch mal 2 Tage looten und fangen dann mit dem Bauen an. Muss ich mal gucken, das werde ich mal, je nachdem wie ich gerade Bock habe, entscheiden. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich jetzt die Aufnahmesession hier mache. Und da machen wir es abhängig davon, wie wir Bock in der nächsten Aufnahmesession haben halt. Gut, in diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich fürs Zusehen, Zuhören, mein Geschwafel. Haut mir eure Meinung rein zum Server. Jo. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Meinung, alles andere rund um Server bitte ich darum in die Kommentare. Und das reißt ja raus hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.